So, und somit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Horizon Zero Dawn. Jetzt wollen wir schauen, was wir heute machen. Wir sollten auch langsam die Eisblumen sammeln. Das wäre noch etwas, was wir machen könnten. Auf die Sammelgeschichte alles durchbringen. Zuerst wollte ich mal schauen, ob noch ein Banditenlager noch nicht geräumt ist, dass wir die alle haben. Wenn wir anfangen, so ein bisschen alles abarbeiten, blöd gesagt. Weil die Story wollte ich nicht fertig machen, und sonst verliere ich gerade den Reiz am Spiel. Das ist ja noch das Zückerli ganz am Schluss, das wir haben. So, wir wollen mal schauen, wo sind wir eigentlich verblieben. Sind wir jetzt Meridian oder sind wir? Nein, da bei diesem Banditenlager sind wir. Also gehen wir gleich auf die Karte. Und schauen wir gleich, ob wir am Nord noch ein Banditenlager offen haben. Sind sie überhaupt aktiviert? Ja, die wären aktiviert, Banditenlager. Aber ich sehe keines mehr, Teiche. Oh, da bist du noch eins. Schau, wir haben noch eins. Also, auf was warten wir noch? Schnell reisen zu dem Lagerfeuer. Und sofort noch das Banditen schauen, das letzte noch. Und ich nehme an, das wird auch noch Trophäe geben. Im Banditenlager haben. Es hat ja viele versteckte Trophäe, wo man nicht weiss, was man bekommt. Aber ich nehme schwer an, das wird auch noch eins sein. So eine Trophäe. Und die Eisblumen werden Trophäe sein. Da die Hologramm und was du alles kannst nehmen. Ich meine, das wird alles am Schluss, wenn man alles hat, eine Trophäe sein. Oder geben, so muss ich es sagen. So. Davor ist es geradeaus. Wir sind natürlich immer noch das, was wir immer haben. Was ist das für eine Gegend hier? Da mache ich gar nicht besinnen. Die ist noch so schön locker hier, so freundlich. Dann ist hier gerade. Freundlich habe ich gesagt. Ich nehme an, das da vorne links ist das Banditenlager. Wir gehen querfeld ein. Semi, aber können mich nicht zuordnen. Sobald sie dann rot werden, dann muss ich dann langsam aufpassen. Da hier ist das Banditenlager. Ich komme hier raus. Das ist ein komischer Wald, was ist das da weisse? Das wird der erste sein. Und den können wir auch nehmen von hier. Gefangene haben sie auch. Oh, zwei von denen. Drei! Vier! Ja, nein, das wird der Härte. Ist da auch noch etwas? Jetzt, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Mit dem da. Nein, nein, nein! Keine Munition mehr. Ich sollte die Waffe. So.
Wo ist noch einer, der gerade so gäbe kann? Der hier auch nicht. Sehe ich den? Ich bin zwar lieber oben runter, kann man da nie oben runter. Die Leute auf einem Felsvorsprung. So, von hier her ist wieder gut. He? Einen um den anderen. Da hängen sie hier auch noch, die ich noch nicht markiert habe. Hey, hat das da viel so... Oh, das hat viel von diesen harten Keiben. Oh, das wird ein Kacknuss. Ein Knacknuss wird das. Schön leisli. Ah, da läuft der Dunge durch, auch der hier. Sehe ich da irgendwo einisch? Ja, eine Idee. Wenn ich vielleicht jetzt ganz aufpasse und hier über auf das Türmli gehe, wäre ich vielleicht auch böse im Vorteil, wenn ich da hoch gehe. Aber ich habe Angst, ich sehe mich dort oben. Ja, wir probieren es. Kommen wir da mal nicht hoch. Komm Schätzeli, komm, du bist ja, wo du durchlaufst. Komm, bleibst da. Spreche dich nicht. Ist das eine verdammte Leiche? Das war eine verdammte Leiche. Hat irgendetwas gehört da? Komm, du lade bitte, du lade. Du Latte, bitte, der sieht mich. Oh, dann donnert das Zeug. Der hat es gecheckt hier. Uiuiuiuiuiui. Das ist wieder eine Aufgabe. Das ist einfach plötzlich, der hat sich selber. Der hat sich einfach selber plötzlich, hat sich dann. Das ist plötzlich umgekehrt, der hat sich selber ein Pfeil
Jesus Gott, schau mal das Auto. Leck doch mir, da sind noch viel drin. Da. Dass man einfach gar nicht passt, die vielen Totenschädlinge da. Ich muss immer schauen, ob etwas in der Nähe ist. Sie sind auch mit Fragezeichen. Oh oh, könnte tot sein. Könnte tot sein, hä, ja. Ich muss in Deckung irgendwo verstecken, und zwar hier. So. Lassen wir sie dann mal ein bisschen beruhigen, hä? Die armen Banditen, die wissen ja nicht, was passiert mit ihnen. Mir geht Munition aus. Meine gute Scharfschuss-Munition geht mir aus. Oh, mal irgendwie den Scanner schauen, ob wir alles haben. Hier schauen. Hab ich dich! Ja, oh, das habe ich nicht gesehen. Da. So. Ja, das könnte man eigentlich, wenn es gerade eins hat. He? Nehmen wir doch das gerade und dann nehmen wir da wieder eins. So. So, komm mit zu mir. Wenn ich aufzocke, dann geht es selber nicht. Tot. So. Und die anderen. Die kommen auch nicht mehr raus. Viel zu viel Tote sind da, hä? Endlich. Dann mal ein bisschen zusammensammeln. He? Dort wäre der Alarm.
Da ist nicht mehr, da ist keiner mehr. Er ist auf ein bisschen aufgeräumt da innen. Der Alarm ist einfach nur, das passt mir nicht. Dann habe ich da innen gesehen. Noch mehr Regen. Meine Stiefel werden ganz nass. Jetzt andere Probleme. Die Distanz breche ich da. Hey, das ist wieder etwas, das ist wieder spannend für mich. Einfach weitergehen. Jetzt auch Munition. Ja. Wenn man halt den Kett nicht kennt. Da hat mich schon wieder jemand gesehen. Ah, da hinten, schau. Da braucht es halt zwei für die. Ein Alarm. Damit könnten noch viel mehr angelockt werden. Das mit dem Signal mache ich. Verdammten Signal! Ich will den Huren Alarm kaputt machen hier. Abgeschlossen! Ja, Schwenka, wenn der jetzt den Alarm verwünscht hat. Das wäre etwas geworden. Das war auf den letzten Drücker. Auf den aller letzten Drücker war das jetzt. Aber das gehört halt auch dazu. Siehst du, alle Banditen, ich habe es gesagt, das gibt. Das gibt ein Trophäe, wenn wir alle haben. Wie wilde Bestien! Als würde ihnen der Metallteufel böse Ohren einflüstern und sie verderben. Das sind Steininventar, ja, die habe ich immer voll. Wir müssen nur schauen, wo die Gefangenen sind. Ruhig. So, nehmen wir noch eins da hier. Da hätte ich auch noch so eins, das ich da nehmen könnte. Ja. Wo waren noch immer die Gefangenen? Wo sitzen die Gefangenen? Nur ein Gefangener. Kann ich leider nicht an. Die Maschinen drehen komplett durch. Nur die Göttin. Kann ich leider nicht anwählen. He? Wo sind die Kisten? Dann gehen wir hier runter. He? Wo kann ich noch? Ja, hier oben kann ich runter, habe ich gesehen. So. Wo ist der Nora-Gefangener? Ja, nicht irgendwo hockt er. In Angst innen. Gehen wir den noch runter. Sieht aus, als eine wäre ich sicher. Hat das Lager für uns geräumt?
Ja, habe ich gemacht. Danke, dass du uns Hoffnung gegeben hast. Gell, ist nett von mir. Es ist keiner mehr da. Ja, jetzt gehen wir gleich zusammenräumen, Leute, ein bisschen. Da fehlt ein bisschen viel, habe ich da erledigt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal erlebe. Sie sieht ganz wie eine echte Nora aus. Ich bin eine echte Nora. Oh. Da kommen wir noch runter. Was ist denn da unten? Ah, das ist ja auch... Nee, da hätte die Jungen rein können. Wäre interessant gewesen, dieser Weg. So, Kistchen haben wir gefunden auf dem Eis. He? So. Alles sammeln. Dann kann ich hier kann ich noch speichern. Das Feuer ist auch noch da hier. Das ist auch noch gut, gerade gäbig. Die Maschinen sind sie. Waffen will ich nicht. Haben wir jetzt alles eingesammelt? Ich bin gar nicht hier. Oh mal, jetzt bin ich, kann ich hier sein. Es ist ja kein Böse mehr. Jo, da ist es. Göttin, sei uns gnädig. Das sind Geschenke da. Das sind Geschenke. Wir sind immer noch Nora. Das sind Geschenke. Aber ich glaube jetzt... Immer glaube ich, ja, das steckt wieder so eine Heiligzeug. Ja, jetzt haben wir alles. Da habe ich das Heiligste. Wie ich was zu sagen pflegte. Geduld. Jetzt ist es so. Mit Geduld geht's besser. So. Geh speichern. So, jetzt gehen wir speichern. So, komm. So. Tiptop gegangen, die Trophäe haben wir. Die stärkste. Jetzt wollen wir schauen. Händel lassen wir offen. Banditenlager können wir zutun, die haben wir. Maschinen, Lagerfeuer, Händler, neu inaktiv, Brutstätten, Langhaus, Jagdgebiete, Banditenlager. Verdorbene Zonen, Sammelobjekte. Da sind sie, die Eisblümel und alles. Ja, was wollen wir jetzt? Wollen wir irgendwie die Eisblumen los oder was wollen wir? Was ist das hier oben? Panuk-Figur. Ich glaube, wir gehen langsam richtig Eisblumen los. He? Und zwar... Da jetzt einfach einen Wertpunkt setzen. Gehen wir hier zum nächsten Lagerfeuer. Ja. Wo haben wir den Wertpunkt? Der. Tun wir uns vorarbeiten. So. Von Lagerfeuer. Tun wir einfach alles abarbeiten, was wir können. Unterwegs tun wir noch ein bisschen sammeln, noch ein bisschen jagen, noch ein bisschen kämpfen. Einfach jagen. Wir sind nicht davon säckeln. Einsammeln. Vielleicht finden wir noch ein Forelli da drin. Ah, Stein im Inventar, im Fall. Vielleicht finden wir den Fisch.
Das Fleisch hat sie es gegeben. Oh, dann ist wieder zum Sammeln da hier. Ein ist da hier. So. Da darf ich nicht zu viel vom Weg abkommen. Ich will möglichst auf dem Weg bleiben. Weil sonst gibt das wieder eine mega, mega Sammelfolge. Ich darf gerade nehmen, was unmittelbar auf dem Weg liegt. Nützlich für eine alte Rezeptur. Vor allem die roten Blümchen sind interessant für mich. Wie immer. Ich glaube, ich habe schon x-mal gesehen. Da, davor ist das Lager. Oh, das ist da, wo die Säbelzahntiger waren, die zwei. Das nehme ich für unterwegs. Mal mich noch besinnen. So, Karte auf. Was ist das nächste Ziel, das wir haben? Gehen wir hier rüber, gehen wir da hier. Panorama holen. So. Ich am Notch, glaube ich, noch der Langhaus gsi. Was da ist, was ich meine. So, eine Wildsau haben wir auch erlebt. So. Ja, ich denke, es kommt gut. Oh, das ist... Oh, oh. Da müssen wir da suchen. Also, sehr interessant. Das machen wir doch. He. Das war eine Zivilisation da hier. Und jetzt ist durch mit der Zivilisation. Wenn Jade hat es kaputt gemacht. Sind wir in die Steinzeit zurückgekommen. Wo komme ich echt da hoch? Das ist jetzt wieder die Frage. He? Dort hoch muss ich, schau. Dort hoch muss ich. Ah, davor, schau. Davor, hast du schon gesehen. Das ist auch eben interessant, jetzt hier. Komm, hey Leute, wir schaffen das. So, jetzt so geht's jetzt weiter durch. Das sieht man eben so nicht an. Oh, 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 oh. Sehe nichts. Gefährlich, was ich da mache, wenn ich Leute sehe, ja. Siehst du, wäre ich fast in den Abgrund abgestürzt. Oh, 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 ist das gefährlich da hier. Hey, hey, wie komme ich dort rüber? Ich sehe, es kann ich stürzen, noch in die Tote hier. Wir stürzen euch tot. Der Tuchen wette.
Oh, das ist jetzt wieder etwas da hier. Ich komme da nicht weiter. Tatsächlich komme ich da nicht weiter. Ich habe den falschen Weg genommen. Oh nein. Ich habe nicht den falschen Weg genommen hier. Ich habe gerade nicht gesehen, was durchgeht. Und jetzt sehe ich gerade wieder nicht, was durchgeht hier. Nur kein Seich machen, ey Leute, kann ich dort drüber kumpen? Ich probiere. Ui! Genau das habe ich gemeint. Sie hat noch gemacht unterwegs. Ah! Also, geht weiter. Weiter des Wegs. Immer da noch. Haben wir es noch gesetzt? Wir wollen jetzt einfach dort her. Dort wollte ich jetzt einfach suchen. Komme, was wolle. Da stiere ich jetzt mein Ring durch. Der kann ich jetzt suchen. Ich bin ja schon nicht ein Stierring, aber das muss jetzt gestiert sein. Dort muss ich suchen. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Ja. Das machen wir später. Das ist ein schwieriger Weg, aber das ist, er muss machbar sein. Vielleicht bin ich aber ganz falsch angefangen. Nein, hier geht es wirklich, ich muss auch wirklich dort hin, hier geht es wirklich nie nach. Sie sind auch auf Eis, weiss nichts zum Speicher in der Nähe. Also, probieren wir noch einmal. He? Kennen wir anfang den dreifachen Teil von dem Weg, he? Vor allem jetzt ist es so hell, jetzt sieht man es vielleicht auch besser. Ja, jetzt sehe ich es hier. Vorher war schon feister, jetzt sehe ich da vielleicht hier, wo durch, dass ich muss. Und zwar da hier, so. So, jetzt sehe ich woher, da hier. Da hier ist der Punkt, wo ich muss hergehen muss. So. Im Feist ist es noch ein bisschen seicht, da hier durchzugehen. He? So. Oh. Ich kann mir schon vorstellen, warum hier ein Panorama war. Drücke schon die ganze Zeit.
Ah, so. Also hat das da hier auch ausgesehen, oder was ist das da? Apoka Shitstorm Tour Tag 6. Ich kam gerade aus dem Entzug, als wir uns das Spiel der Metallurgists gegen die Hearts Team Way Forest ansahen. Das Enden-Trikot sah bei deinem Sari ziemlich komisch aus. Haben wir jetzt das? Jetzt haben wir es auch, hä? Apoka Shitstorm Tour Tag 6. Ich kam gerade aus dem Entzug, als wir uns das Spiel der Metallurgists gegen die Hearts Team of Way Forest ansahen. Das Enden-Trikot sah bei deinem Sari ziemlich komisch aus. Ich glaube, das wär's gewesen, ja. Wir uns abseilen, hä? Ist geil da oben. So, auf der Karte schauen, das sollte es jetzt eigentlich nicht mehr anzeigen, da hier. So. Jetzt gehe ich das Feuerchen da hier, das ist ein richtiges Dörfli da, so eine Karte an, da hier. Jetzt gehen wir die Ecke speichern, hä? Ich muss natürlich noch Schiffe, was fast nicht mehr gesehen ist. In Bäumen könnte sich alles Mögliche verstecken. Genau hier, die Leute. Ist das vorhin gewesen, nicht jedes Geräusch? Die Gegend sind wir noch gar nie gesehen da. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Was werde ich bereuen? Ich habe keine Ahnung, was da in der Nähe ist, was ich werde bereuen. Das ist ja mal ein Freund. Verderben muss. Komm! Das hätte ich zwar schon lange nicht mehr, aber die Balle wieder gleich nicht. So. Ich komme zu dir. So, ein Verdorbener war das. So, das Lagerfeuer haben wir auch gefunden und speichern. So. Das geht wieder zum Sammeln da. So, jetzt sind wir auch voll. Medizin haben wir voll. Was ist das nächste, was wir machen wollen? Die Eisblume. Die Metallblume. Entschuldigung, gehen wir jetzt holen. Und die ist. Rup, deine. Wenn Sie mich nochmal alleine hier draußen abstellen, werden Sie es bereuen. Das Metallblümeli. Mal schauen, was der nicht so gerne hätte. Schwäche Feuer, also. Wissen wir es, dann gehen wir auf Feuer los. Wo bist du?
sehe dich nicht. Dann hocke einfach mal rein. Da bist du. So. So, da haben wir schon. Ja, jetzt kommt noch so einer da. Ah, das war ein Sägezahn. Wie geht's auch? Ja, ich weiss, ich bin da im Verdächtnis hin, im Verdächtniszeug hin. Das ist nicht so gut, gell, Ilo? Ich habe ihn nicht so gerne. Warum ist denn da alles verdorben da hier? Bin ich da in einer verdorbenen Zone hin? Nein, auch nicht. Komisch, dass da alles verdorben ist. So, jetzt mal schauen für das Herstellen, was mir da eigentlich fehlt. Seile fehlt mir, Seile. Oh, was ist denn das da? Violett? Ah, dann haben wir die ja schon, da hier. Auf ihre Art. Dann haben wir die ja schon gefunden. Geht schnell. So. Oh, da gibt es viel zu sammeln. Jesus Gott, da gibt es viel zu sammeln. So, wenn wir schauen, was ist das Nächste? Ja, die Zeit ist nachher. Das Nächste, was wir machen, ist da hier wieder... Oder nein, wir gehen gerade hier her. Das machen wir und dann gehen wir noch das Lagerfeuer. Dann gehen wir speichern und dann haben wir die vier Sachen in der nächsten Folge, die wir machen können. Jetzt sind wir schon einst gewesen. Wir gehen dann wieder den Direktweg. Und unterwegs sammeln wir. Sammeln. Das ist interessant hier durch die Gebäude durch. Wir müssen immer schauen, ob man durchkommt. Da komme ich nicht durch. Da komme ich durch. Hey, wo sind wir da in der Gegend? Das ist eine ganz verkluftete Gegend da. Schlüssel haben wir auch noch gefunden. So. So. Schön, schau. Das ist ein Sabenrot oder ein Morgenrot. Nein, ein Sabenrot ist das. Das ist etwa noch schön. He? Die Grafik ist einfach schon geil. Hier, wie das spiegelt hier. Da, man sieht sogar die Strahlen, wie sie durchkommen. Wunderschön. Wunderschön, wirklich. Der Bäume rot. Für diese Waffe habe ich keine Munition. Davor, Bäume. Das ist wirklich genial. He? Genial war es der Moment hier. Der hat schon viel Entschädigung für Ärger, die wir in diesem Spiel anfangen. Das ist wirklich. Ja, ich habe es gesehen, ich habe es gesehen. So. Textprotokoll. Und hier ist Lagerfeuer. So, dann tun wir nämlich die Nacht hier verbringen. Mit der Aloy. Hier etwas nehmen. Hier etwas nehmen. So. Jetzt gehen wir noch einmal speichern und tun die Nacht hier. Genau, da hier tun wir die Nacht verbringen. So, hier im Gebüsch innen beim Feuer. Schöne Nähe, haben wir eine gute Nacht. Und sie versteckt. Dann wünsche ich auch eine gute Nacht oder einen guten Tag, wenn es mir so schaut. Spielt keine Rolle. Und danke für den Support, danke fürs Schauen. Und tschüss.